Jawohl, es geht weiter mit Skarim Falskar. Der Assassinengeist von letzter Folge ist noch immer bei uns. Ziemlich langlebig, der Geist. Den ist Verlass und wir befinden uns immer noch in der Wasserrankenkluft und sind auf dem Weg zur Bibliothek. Schmecken. Genau, du schmeckst und ich leckst. Oder so ähnlich. Sich reimt es gut. Und wir müssen einen Weg da nach oben finden, glaube ich, weil da ist der Weg. Punkt. Das Blöde ist dabei, aber ich sehe keinen. Ich sehe nur da ein Loch. Eines Tages werdet ihr unserem Schreckensvater dienen, wie ich es jetzt tue. Heuschreckensvater? Wer soll das sein? Schreckensvater. Ich kenne nur die Mutter der Nacht. Aha, das sind die Spinnen. Wir haben letzte Folge ein Tagebuch gefunden und da ist von Spinnen die Rede gewesen. Ups, sorry, da ist bisher auch noch da. Der unnützer Begleiter aller Zeiten. Das ist ja eine riesige Ospenspinne. Eine gewaltige sogar. Da sind die Babyspinnen. Oh, so. Babyspinnen. Assassinengeist hat's überlebt, ich hab's überlebt, Selan hat's überlebt. Wie könnte es besser verlaufen? Ich glaube gar nicht. Geht voran und ich folge. Kommt der Dunkel. Nein, ich bin kein Kind. Ich bin ein Erwachsener der Dunkelheit. Der Fürst der Dunkelheit. Was? Was hat er gesagt? Gibt es keinen Schmerz? So viel Spinnen! Ah, das taugt mir. Endlich keine Banditen als Gegner. Oh, geht's durch. Super ist das, super. Keine Banditen als Gegner. Die Spinnen haben sie alle gefressen. Hier ist auch ein bisschen was. Und da geht's weiter. Alles zugesponnen. Aber meine Feuerbälle schneiden sich durch. Die schneiden durch alles. Wie ein heißes Messer. Durch Butter in der Abendsonne. War ich nur ein Sprecher der schwarzen Hand, aber ihr wurde zum Zuhörer ernannt. Es gibt keine größere Ehre. Stimmt, ja. Okay. Schau dir das super Level Design an. Der Meister der Gänge ist dieser Mod Designer gewesen. Der engen, linearen, hochinteressanten Schlauchlevels. Schau sich das mal einer an. Ja, es sieht nicht so schlecht aus. Hat er sich mal angestrengt? Und was ist denn da? Da ist ein Eingang. Ah. In der Höhle. Wasserrankenkluft. Heißt ja. Der Ort hier. Sind nun aneinander gebunden, zusammengeführt. Ja, du redest ein klein wenig zu viel für einen Assassinen. Ich glaube, die schweigen normalerweise eher. Du bist kein Aushängeschild. Deiner Gattung. Ein paar Irnchen noch hier. Der Schreckensvater wirkt durch. Durch wen? Und sein Werk hat gerade erst begonnen. Okay. Wir öffnen.
Die Tür zur Halle der Toten. Lass mich raten. Draugr. Draugr? Ich sehe noch keine Draugr. Aber Grüfte. Ich sehe Grüfte. Wir werden jetzt Grüfte lüften. Oh. Du bist an die Urne angestoßen. Eines Tages werdet ihr unserem Schreckensvater dienen, wie ich es jetzt. Ja, da kommen schon die ersten raus. Ein Todesfürst. Macht noch keinen Sommer. Aber zwei vielleicht. Oh! Ist genauso blöd. Du rennst in die Schusslinie wie alle anderen Idioten. Begleiter. Was? Der hat mir ins Kreuz. Oh, es sind gleich drei, natürlich. Sind es drei? Hätte mich auch gewundert. Wenn es nur einer gewesen wäre. Oh Gott, diese Todesfürsten. Fast so spannend wie Banditen. Aber sie sind leichter zu besiegen. Sie sind nicht ganz so agil. Meistens ist auch kein Zauberer dabei. Wow! Haha, was war denn das jetzt? War das Aurels Schild? Wieso hat es denn jetzt so wegkatapultiert? Meine Vorsteherdrüse ist leer. Wie kann denn das passieren? Das passiert mir normalerweise nicht. Zumindest nicht bei Jordis daheim. Bei den Todesfürsten, ja, von mir aus, da kann es schon passieren. Sind nicht so prickelnd. Hey, der ist ja gleich tot. Au. Posieren auch noch, ha? Huh? So, jetzt mache ich ihn mit links fertig. Ne, er macht ihn fertig, scheiße. Es hat nicht mal gereicht, mit einem Schuss ihn zu killen, wenn er schon kniet. Das war armselig. Wo ist denn er hin? Oh, ist durch die Wand geglitscht oder was? Scheiße, ein Dreck. Kack in Schmutz. Und auf einen Sauhaufen. Geisterhafte Überreste kann ich nicht durchsuchen. Ida will ich. Dankeschön. Großer Sinnstein. Tödliches Gift der Magiker. Was ist mit ihm? Bist du nicht aufgewacht? Zu wenig. Muskelmasse. Ein Balsamierungswerkzeug. Ich glaube, ich habe alles soweit gelootet. Da wäre noch ein Öhrchen. Oder zwei, da komme ich nicht ran. Scheiß drauf. Ewige Magiker, das hat sich ausgezahlt, weil diese Magiker-Tränke habe ich zu wenig. Und da sehe ich schon einen Griff oben. Den habe ich vorher übersehen. Der öffnet wahrscheinlich die Tür. Jawohl. Das wäre auch ein schönes Bild, ha? Schau mal. Wäre das nicht ein schönes Bild? Oder ist es nicht ein schönes Bild? Leider ist mein Assassinengeist den Weg alles Irdischen gegangen. In dem Fall sogar alles Überirdischen. Aber nicht Außerirdischen. So weit sind wir noch nicht. Ja, oh, ich drücke schon automatisch. Ja, das taugt mir schon mehr. Draugr, ich liebe diese Grüfte. Was ich nicht mag, sind diese Banditenverstecke. Wo wir vorher gerade waren. Kann ich beim Tod nicht ausstehen. Außer, wir kommen jetzt noch tiefer runter und Falmer. Begegnen uns. Hätte ich den überhaupt aufwecken müssen? Wahrscheinlich eh nicht. War wahrscheinlich gar nicht nötig. Wir haben ihn aber ziemlich schnell. Jawohl. Er knirscht schon in seinen Unterkiefer. Bäh. Und da wacht noch einer auf. Ich hätte schleichen sollen. Dann wäre das gut gegangen. Ich sollte mal... Moment, was mache ich jetzt mal? Irgendwas beschwören. Und zwar eine Waffe.
Achso, beschwör. Nicht sehr stören. Beschworene Schreitaxt. Was ist besser? 52 macht die Schaden. Flammender Schutzgeist könnte ich eigentlich auch mal beschwören. Hier einen Schutzgeist. Und. Knochenmann, nee. Seelenfalle wäre auch nicht schlecht, ja. Seelenfalle ist geil, das sage ich dir. War das nicht ein Schrei, Seelenfalle? Bin ich jetzt ganz blöd? Seelenfalle war doch ein Schrei. Das kann ich so auch wirken? Erstaunlich. Gut, dann machen wir mal ein Schwert, ha? Nee, eine Streitaxt. Eine Doppel-Behänder-Streitaxt. Wow! Hey! Ich will mal ein bisschen einhändig. Schau, wie es hackt. Nicht schlecht. Ich muss nämlich einhändig aufleveln. Irgendwann mal. Du lebst eh noch, oder? Ja. Leider hält das Teil nicht allzu lang an. Das ist das Problem. Aber so können wir schnell Beschwörung trainieren. Kommt her, meine Kinder. Ich muss euch mit der Streitaxt. Au! Au! Wow, wow, jetzt habe ich es gerade noch gesehen. Was? Oh. Shit, das wird blöd. Das wird blöd, weil dafür bin ich nicht ausgestattet. Ich kann es nur auf liegende Gegner. Jetzt muss ich aufpassen. Aber ich könnte schon mal Seelenfalle aktivieren. Geist des Großmeisters, was ist das? Ihr seid ein Großmeister. Greift eure Gegner heftiger an, während ihr durch sie weniger Schaden erleidet. Ja, das ist gut. Kühnes Frieden habe ich doch schon freigeschaltet, oder? Ja. So, Seelenreißer war das. Okay, nicht Seelenfalle. Was hatte ich denn? Völlig verblödet. Seelenfalle und Seelenreißer ist ein gewaltiger Unterschied. So, warte. Ja, Gott sei Dank, gerade noch. Gerade noch. Gold. Kann ich jetzt eigentlich auch noch eine Streitaxt beschwören? Gleichzeitig. Während der Draugr aktiv ist. Oh shit. Nein, es ist auf den Draugr gegangen. Todesdürsten, mein eigener. Nein, nicht schon wieder, du Depp. Ich glaube, es ist besser, wir speichern. Bist du noch da? Ja, es leben alle, das heißt, wir können speichern. Oh, oh. Okay, machen wir es so. Bevor es wer anderer tut. Burn, baby, burn. Alles weggeburnt. Ganze Öl. Ui! Nein, ich bin eingeklemmt. Lass mich auch ein wenig einhaken mit meiner Axt. Probier's mal. Mach eine Axt. Ja, der Draugr lebt auch noch. Oh, lass mich ihn killen. Was hat er gesagt? Hackwick. Hackwick blau. Da steht eh keiner. Irgendwo wacht noch einer auf, das weiß ich. Irgendwann wachen sie alle auf. Die Streitaxt ist mir irgendwie im Weg. Kann ich die wegstecken eigentlich auch? Nein. Wegstecken geht nicht. Kräftig, sehr gut. Bin ich bald wieder überenkumbriert. So weiter, Lote. Und schau, wie lang der beschworene, durch Seelenreißer beschworene Draugr-Todesfürst hält. Hält länger wie die Frisur. Jetzt ist er aber weg, oder? Ja, ich hab's zischen gehört. Oh, schade. Irgendwann ist er für alle zu Ende. Da geht's, glaube ich, lang, ha? Oder? Ich würde gern das da, aber dann muss ich meine
Okay. Ein Todesfürst. Ups. Nein, ich treffe den Falschen. Ich bin nicht sehr geübt in Nahkampf, weil... Siehst du, zwei... Ah, das ist zweihändig. Das wusste ich nicht. Also einhändiger mir lieber. Da muss ich ein Schwert nehmen nächstes Mal. Aber da level ich noch schnell auf, weil... habe ich fast noch gar nichts gemacht, zweihändig. Wieso auch als Magier? Ist ja verpönt. Ich habe Magier benutzt, zweihändig. Aber ich habe schon Zerstörung, alles auf 100, also... Oh. Was soll ich sonst machen? Okay. Hund! Oder Wolf? Ein Rätsel, ha? Huh? Müssen wir wieder schlau sein. Müssen wir am Ende schlau sein. Der steht auch nicht auf. Wo müssen wir schlau sein hier? Ich sehe nichts, wo ich was drehen kann. Ich kann es drehen und wenden, wie ich will, aber ich finde nicht, was ich drehen soll. Es ist ein Wolf zu sehen gewesen. Aber mir schon auch nicht. Ich glaube, ich bin wieder mal blind. Das wäre nicht das erste Mal. Lass mich durch. Huh. Da oben fährt irgendwas aus oder was am Ende? War ich da schon? Eine Geißel. Oh, da brennt's uns. Oh, ich stecke in eine Flamme. Oh, von hinten. Kann ich leveln? Ja, gut. Ups, sorry. Zulan. Ist er nicht sauer? Nee, ist eh nicht sauer. So, jetzt nehme ich das Schwert mal weg, weil ich will eigentlich einhändig... Ah, eine Kette. Oh! Das war nicht die Kette. Mehr habt ihr nicht drauf, du Depp! Redest du mit den Flammen oder mit mir? Oh, ist ein Depp. Ah, ist da was aufgegangen? Ja. Hey, es ist aufgegangen. Das war die Kette. Erstaunlich. Hätte ich mir jetzt nicht gedacht. Dachte, ich muss da was drehen und dann den Wolf einstellen. Was macht das da? Auch Pfeile. Gut, dass es nicht ihn getroffen hat. Hätte ich mir wieder anhören können sein. Gemeckere. Oh. Wir dringen tiefer ein. Oh, oh, das ist... Das speichere ich gleich nochmal. Das ist ein Auslöser, der sich gewaschen hat. Und da sehe ich schon... Uiuiui, wen nehme ich? Lass mich überlegen einmal. Also Seelenreißer... Also den ersten killen. Da nehme ich jetzt nicht die Axt oder das Schwert, weil das immer zu riskant. Und dann... Nein, was mache ich denn? Und dann werden wir Seelenreißer bemühen. Beim ersten Todesfürsten. Dann haben wir zwei Begleiter. Aber erstmal muss er besiegt werden, ohne die anderen zu triggern. Schnell. Ja, jetzt. Nein, das war zu früh. Oh Gott. Oder ich habe sie lang getroffen mit dem Schrei. Das war blöd. Nein, und er beschwört irgendwas. Was habe ich denn gemacht? Wow. Was war jetzt? Hast du das gesehen? War gewaltig. Mann, schieß doch auf den liegenden Gegner. Ich kann euch nicht besiegen. Doch, kannst du. Genug, und er genug. Fällt schon wieder. Ich ergebe mich. Du musst dich nicht ergeben. Es ist ja niemand da.
Und schon wieder gelähmt. Zweimal gelähmt. So, jetzt schieße ich noch einmal und dann Seelenreißer geht noch nicht. Scheiße, es geht noch nicht. Ich will aber reißen. Oh, schau, wie er zittert. Ganz verängstigt, der Knabe. Ich müsste noch warten ein wenig. Jetzt wäre er reif, aber... bisschen noch. Ja, jetzt. Jetzt ist er. Es kommt auf den richtigen Zeitpunkt an bei diesen Seelenreißereien. Lebt er noch? Ja, ich glaube, er ist ein bisschen geglitscht. Aber das ist nicht so tragisch, glaube ich. Oh. Was war das? Er ist wieder da. Sehr lang gewesen. Und jetzt haben wir zumindest einen Begleiter, einen Artgenossen. Fürst gegen Fürst heißt es jetzt. Es kämpft der Bruder gegen Bruder. Schwester gegen Luder. Oh, genau in den Schritt. Oh, oh, oh. Oh. Das tut weh, sogar für einen Droger Todesfürsten, der ja eigentlich nichts mehr hat im Schritt. Alles abgefault. Tut trotzdem weh. Das ist Phantomschmerz. Manchmal tut es weh, auch wenn nichts mehr da ist. Das kennen wir. Da lang. Oder da lang. Was ist denn da? Das sieht sehr nach... ja, da, danach sieht es aus. Das killt leider meinen Beschworenen. Ich habe den Falschen getroffen, stimmt's? Oh, da türmt mein Beschworener, türmt. So türmt er. Schau, es steht nur der Selan in den Flammen. Der triggert das nicht, oder was? Ich könnte schon wieder. Ist er zerfallen? Ah, der war noch gar nicht tot. Schnell da lang. Okay, da ist was. Da ist was gespannt. Wir sind gespannt. Holztür. Ich glaube, das ist immer richtig. Aber was war auf der anderen Seite? Ups. Wollte nur schnell mal speichern. Und dann darüber schauen, was da ist. Schau, da ist auch eine Tür. Ha. Zwei Türen. Das ist zu viel. Das verwirrt mich bereits. Wo ist mein Todesfürst? Sein Opfer der Flamme geworden. Raub der Sabinerinnen. Oh, das war geil. Aber kein Tod. Es war keine Killcam, sondern eine Lamecam. Es war nur eine Lamecam. Naja, ist eh noch da. Er hat es vorgezogen, im Kampf fernzubleiben. Sehr schlau. Oh, 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 oh. Wieder einer. Ich glaube nicht, dass wir hier richtig sind, weil das andere hat bedeutungsschwangerer ausgesehen. Das hier. Oh, genau in die Nieren. Die nicht vorhandenen. Wow, den haben wir aber zu viert fast. Zu dritt. Mir kommt vor, da war ich schon mal, ha? Huh? Ist da irgendwas? Ne, das ist, glaube ich, ein alternativer Eingang, ha? Huh? Oh Gott, einer. Noch einer. Den musste ich natürlich wieder trägern. Das war nicht nötig. Aber ich war zu neugierig. Ich musste einfach nachschauen, was in der Richtung ist. Ich meine, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Vielleicht ist da eh was. Ich muss hin, aber sieht nicht danach aus. Und das war ein gezielter Schuss an Selan vorbei.
Und wir eilen zurück. Aber nicht zu schnell. Es kommt da nicht hinterher und er verläuft sich. Da geht's vorbei. Ja, dann wären wir hier. Das sieht schon eher danach aus. Und ja, in der nächsten Folge schauen wir, wie es weitergeht. In der Halle der Toten. Also bis dann. Tschüss.